Meine Damen und Herren, liebe Kinder, überall in der Welt wird heute der Heilige Abend gefeiert. Sicher brennt auch bei euch das Bäumchen und viele schöne Geschenke werden ausgepackt. Außerdem wollen wir allen jungen Zuschauern, die im Dezember in den Süden fahren... Ja? Hallo, hier ist der Arzt. Ach was? Sie haben Fußpilz. Ja. Und Sie sollten mehr Sport treiben. Also heute ist nicht Heiligabend. Ich bin Orson Welles. Und was Sie jetzt aus meiner Mundöffnung hören werden, ist weder lustig noch intelligent. Da die Macher dieses Films keine Zeit und keine Lust mehr hatten, scheiß Orson Welles mit seinem scheiß Monolog. Also, dies ist die Fortsetzung von Religionskrieg der Sterne. Heidi heißt jetzt Fatma und sie hat einen neuen Mann namens Sepp und so weiter. Sehen Sie, das ist nicht lustig oder intelligent und außerdem ist das ganze Budget aufgebraucht. Bis auf 20 Franken. Die dann aber für die Intro-Animation draufgingen, weil das lustig sein sollte, ist es aber nicht und auch nicht intelligent. Ja, no. Wie oft muss ich es noch erklären? Wir wurden eingeladen. Thank you.
Und jetzt fahren wir dem Todesstern von Bethlehem nach, um den Messias 3 zu finden. Und dann töten wir ihn! Wie oft muss ich's noch erklären? Wir wurden eingeladen und jetzt fahren wir dem Todesstern von Bethlehem nach, um den Messias 3 zu finden. Und dann genehmigen wir uns einen Glühwein! Wie oft muss ich es noch erklären? Ich könnte mit der Vignettenpreiserhöhung der Linken leben, wenn die das Geld nicht für neue Fahrradwege zweckentfremden würden. Ja, ich weiß. Irgendwo verhungern Kinder. Aber das ist mir jetzt scheißegal. Spiegelei. Schau, ein Reh. Dort steht ein Reh. Ein Reh. Ein Reh. Ein Reh. Ein Reh. Und der Todesstern von Bethlehem. Und eine Grillschnecke. Was, Honeymoon Suite? Ein hoher Saustall ist das. Der Begrüßungscocktail war grusig, ich habe einen Scheideriss und das Auto mit diesen Typen steht auch schon seit heute Morgen da innen. Sepp, über das Reisebüro buchen wir nicht mehr. So ist es. Ich glaube, wir sind zu weit gefahren. Ein Glühweinstand. Dort steht ein Glühweinstand. Ein Glühweinstand. Ein Glühweinstand. Ein Glühweinstand. Ein Glühweinstand. Glühwein! Wer wird heißen? Glühwein! Glühwein! Wenn das stimmt, was Kaspar vorhin über Glühwein gesagt hat, dann sicher nicht. Sag mal, wie siehst du da eigentlich aus? Wie siehst du eigentlich aus? Wir sind die heiligen drei Kopfgeldjäger. Weit her kommen wir mit Baseballschläger. Wir wollen das Christkind 3 besuchen. Da ist ja noch der Mutterkuchen. Mutterkuchen. Muss mir deinen Namen noch mal sagen? Nein! Hallo Fatma, ich bin der Balthasar. Ja, yeah, von den Speicher Schwendi Balthasar. Nein, von den Balthasar Balthasaren. Ja, yeah, so. Sepp. 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 Hutze, Hutze, Hutze. Bist du behindert? Okay, sorry, egal. Oh. Sorry, egal. Oh. Sorry, egal. So. Und haben wir sonst noch etwas mitgebracht? Ach so, ja. Eine Leinmürre. Oder das hier. Ist das ein Weihrauchi? Nein, Crack. Wer hat den Scheiß eigentlich geschrieben? Vom Seitenspieler, Gott sei Dank. Also die Frage ist doch eher, warum? Nein, die Frage ist wie. Wie kann ich schnell und einfach viel Geld verdienen? Look. Da hast du einen Baldrian-Tee. Das ist eine Kartoffel!
Ein Nachtschattengewächs? Sicher nicht. Er ist ein schöner, gesunder, schlauer Bub. Schau, mein Kind an. Der hure Jude. Hallo miteinander. Ich habe auch Ziggis gekauft. Oh, endlich mal eine gute Nachricht. Und? Habt ihr noch ein Gedicht? Wir sind bescheidene Hirten. Bescheidene leimende Hirten. Hier um Lob zu preisen und so. Völlig in Ecke. Oho. Oh, und hast du gewusst, dass Rüebli für einen blau waren? Blau Rüebli? Wir haben eine Junggesellenabschiedsfeier. Das soll euch zum Nerven gehen. Wer will dir einen Schatz? Stimme als Hitler 2. Ja, ja, Moment mal, Fatma. Leck. Mir fällt gerade auf. Wir haben gar nicht Geschlechtsverkehr gehabt. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Alles hat damit angefangen, dass ganz lange mal einfach nichts war. Also wirklich nichts. Mega lang. Und dann. Dann hat es den Urknall gegeben. Einfach so. Jetzt eine 3D-Brille aufsetzen. Da haben sich zuerst einmal Moleküle verbunden. Die sind auch zusammengeknallt, da hat es Helium und Zeugs und Sachen gegeben. Und das ist Lava gerusten. Das Lava ist geflossen. Das ist auch gefährlich im Übrigen. Dann hat es ein bisschen geregnet. Und so ein kleiner Einzeller hat hat den anderen getroffen und dann hat es zwei gegeben und dann vier. Und dann hat es so ein Tier gegeben. Das ist so eine Art Krokodil. Das ist dann aufs Land gegangen. Und ja, dann ist da, sind da Bäume gewachsen. Wie verrückt. Und dann ist da so ein Nagetier und dann Dinosaurier, die dann wieder verschwunden sind. Wegen einem Meteorit. Der hat dann recht eingeschlagen. Und dann sind die. Dann hat es eine Katze. Und dann hat sich da der Erde gespalten. Das war sehr wichtig. Da hat es Gras gegeben. Wiesen. Das ist rausgesprossen, das glaubst du noch nicht. Und dann ist noch mehr Gras gekommen. Und ist gewachsen. Und gewachsen. Und überall ist es gewachsen, das Gras. Und die Wiesen überall. Ja, das sind auch Wiesen. Grosse Gräser. Schön. Und dann sind die Affen aufgestanden. Und haben dann die Hand frei gehabt. Und umgeschaut. Und die Hand frei gehabt. Und dann haben sie gecheckt, dass man ja mit anderen Sachen auf andere hauen kann. Werkzeug. Und dann sind sie wandern. Und dann hat es geblitzt. Und dann haben sie das Feuer geklaut. Und dann
ist einer aufgestanden und hat etwas gehebt. Und dann haben sie dann irgendwann die anderen verstanden. Das war so die erste Kommunikation. Und dann war Eiszeit. Das ist, und dann war sie wieder vorbei gewesen. Und dann haben sie angefangen, Häuschen zu bauen. Und ein bisschen pflügen. Und dann sind auch noch Rösser dazugekommen. Und dann haben wir können reiten auf denen. Dann ist man schnell vorwärts gegangen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann kann man ja ein Rad machen. Und dann hat es ein Stonehenge gegeben. Und dann hat es ein Dreck-Lehm gegeben. Und dann hat man anders bauen. Und dann auch Städtebau. Ganz wichtig für den Mensch. Und dann hat man halt auch angefangen zu schreiben. Und dann hat es einen Kompass gegeben. Und man ist Schiff fahren. Und hat in anderen Ländern Leute. Und dann ist das mit dem Eisen und dem Metall. Und dann hat man mal eine Kanone gebaut. Und das hat dann Kanonenkugeln ins feindliche Gebiet geschmissen. Und dann hat das manchmal nicht funktioniert. Und dann hat man sich gedacht, ja gut, dann hat es Sklaven auch gegeben, die haben dann das Gras abgerasert. Und dann hat man das Gras zum Beispiel irgendwo anders hingefahren, mit diversen mit Flugzeugen. Und dann hat es wieder Krieg gegeben und Bomben und dann Panzer und Atom und Damm und Städte und Roboter sind auch hat's gegeben. Und dann hat es 3D-Animationen gegeben, so wie jetzt da. So wie das da, was das ist. Und dann haben die sich getroffen und sich Benzin in der Kaue. Haben die das voll gefühlt. Jetzt ist Pause. Kommt, schnell zur Toilette, Jungs. Sonst müssen wir anstehen. Ich hasse es, wenn man einmal nicht weiß, wie lange etwas geht. Schlimmer wie jedes Theater. Aber die vielen Riesen haben noch gefallen. Im Gegensatz zu Lava. Lava ist gefährlich. Also, ich habe gerade hure Lust auf ein Erdbeergorni. Hey, komm, das ist unsere Chance. Ich bin so einsam! Jesuskind, ah ja genau, das Jesuskind 3 ist ja nur eine Kartoffel mit aufgesetzten Spielzeugarmen und gar keine reale Person. Ich erinnere mich. Was für eine Misere. Wir können keine unschuldige Kartoffel töten. Studien haben nämlich irgendetwas bewiesen. Ja, ich weiß, verdammt. Aber Studien sind für kleine Mädchen. Hallo? Buben sind blöd. Mädchen. So ist es. Ich bin Judas gefangen im Körper vom Escort-Girl Maria Magdalena. Und ich habe alles mit angehört. Mir gefallen eure Kindermordabsichten schaurig. Ich habe so viele Fragen. Ja, ich bin schon volljährig und nein. Kanal. Hä? Kwendeni zenu nyinyi wapumbavu, bado sijapoteza kitu hapa. Kwendeni zenu. Kwendeni zenu shenzi. Kwendeni.
Bist du denn auch einer von Herodes Auftragskillern oder selbstständig erwerbend? Wie ist das so? Das geht dich nicht an. Aber so viel verrate ich euch. Sepp! So ist es. Mein alter Ego. Und es ergreift immer mehr Macht über mich. Darum müssen wir jetzt ganz schnell einen fiesen Plan aushecken, um herauszufinden, ob der Herdöpfel wirklich der König der Juden ist. Und ihn dann, je nachdem, ermorden. Und dann... Sechs. Verdammt, das alles mit dem Chef zuerst abklären wird mühsam. Ich wusste, ich hätte den Schritt in die Selbstständigkeit wagen sollen. So schaffen wir das niemals. Niemals! Okay, dann tun wir halt improvisieren. Jungs, wir schießen den Herdöpfel einfach ins Wasser, um zu schauen, ob er laufen kann oder nicht. Und? Fällt dir dein Geschenk vor dir? Weisst wie? Ich tue gerade mal den Kleinen lösen oder ihn wählen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich schieße ihn jetzt einfach ab. Hallo? Salut zusammen. Ich bin Betreibungsbeamter. Also schämt euch. Ich halte es nicht mehr aus. Ich schieße jetzt einfach auf irgendwas anderes. Gott verdeckt Balthasar. Habe ich einen Hunger, du? Und dann ist Folgendes passiert. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing, can take away this blues. 'Cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every boy I see, but they only remind me of you. I went to the doctor and guess what he told me? Guess what he told me? He said, girl, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool,
Cause nothing compares. Nothing compares to you. All the flowers that you planted, Mama, in the backyard, all died when you went away. I know that living with you, baby, was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. Nothing compares. Nothing compares to you. Nothing compares. Nothing compares to you. Nothing compares. Nothing compares to you. Liebe Zuschauer, wie Sie sehen, steht es wirklich schlimm um das Produktionsbudget. Ich unterbreche hier jedoch, um Ihnen mitzuteilen, dass soeben unerwartet Kulturfördergelder zugesprochen worden sind. Ohne Scheiß. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Steuerzahler. Dafür können Sie jetzt abstimmen, was mit dem Geld passieren soll. Wählen Sie die 1, dann wird das Geld für mega gute Special Effects ausgegeben. Wählen Sie die 2, dann wird das Geld für hungernde Kinder in Afrika sowie zufriedenstellende Special Effects ausgegeben. Wählen Sie die 3, dann wird das Geld an die UBS verschenkt und nichts für Special Effects ausgegeben. Sie haben die 3 gewählt. Es geht fast gut. Ja, so lange Geschichte. So. Wo kommt der Stand? Ja, wo ist er da? Kann er auch etwas machen, ohne nichts? Wie? Kann er nicht etwas machen? Nein, das nicht. Schau, 4 und halb. Wo mal raus? Ist es? Wenn wir noch ein paar Bezüge. Du. Sofort verfügbar. Andere Beträge wären 4,5 in dem Fall, oder? Was wäre jetzt okay? Was kommt denn mal raus? Gemischte Noten. Gemischte Noten. Gemischte Noten. Anderer Betrag. Wir könnten gar nicht rauslassen. Wir können gar nicht rauslassen. Der höchste Betrag ist 1000. Aber was ist, wenn ich nochmal 4,5 gebe und dann einfach. Oh, das ist eine grosse Note. Ein schöner Tag heute, keine Wolken am Himmel. Es ist tipptopp zum Drehen. Aber es ist schon nicht so viel los. Wüsste man ja eigentlich noch den Schauspieler etwas zahlen. Das machen wir jetzt nicht. Gut, gehen wir? Gehen wir, ja. Gehen wir los. Also, wie machen wir das? Also, du rührst es? Ich rühre es, ja. Einfach rein, ja. Und ich rühre es noch ein bisschen rum. Und dann hauen wir ab. So ist es. That's the plan. Wenn wir jemals über die... Ah ja, gehst du gut. Ah, wegen dem... Ich muss jetzt erst zeigen, dass es echtes Geld ja, ist. Ja, ich glaub, ja. So ein Wasserzeichen und so. Gib mir. So wie es da ist. Dunkel. Das Dunkel. Ja, da ist schon. Hallo. Wasserzeichen und so. Alberto. Hui.
Gut, haben wir so gemacht. Ja, die anderen auch, damit sie das Einzelne. Jetzt, nein. Ah. Okay. Ja, Zeit haben wir nicht. Sag einfach, sie sollen es glauben, Lara. Ich will es einfach glauben. Paradeplatz. Jetzt müssen wir noch Bank finden. Also UBS. Das ist Jahre. Also wir mögen schauen. Ja. Wenn wir mal, oder? Wenn wir noch. Sind wir in der Gleichbühne wie vorher? Das ist schön. Jetzt warte ich nicht. Jetzt warte ich mal schön. Sind wir in der Gleichbühne wie vorher? Sind wir in der gleichen Hütte hier? Kommen wir noch mit den anderen rein, oder? Komm. Ja, weißt du, jetzt kommt der Blick mit dem Schatz. Ja, das ist egal, das ist gut. Entschuldigung, ich darf Sie bitte draußen weiter. Entschuldigung, darf ich Sie bitte? Darf ich Sie bitte? Lassen Sie, ich muss sonst den Wachen warten. Ja, Leute, Sie sind Wachen. Warte, ich muss noch 500 haben für eine Playstation. Doch. So. Danke vielmals. Ist gut. Hey, Agonim. Ich habe schon noch etwas aufgenommen. Weißt du? Er ist jetzt ja, relativ uncool gewesen, ja, aber der Typ ist voll auf die Lose. Er hat versucht, ihn abzulenken mit dem Hurenstoss. Ja, aber er hat höchstens so damit, wenn sie so weitermachen, dann hole ich dann den Sicherheitsdienst. Ja. Also wirklich unter der Gefahr bist du nicht. Er ja, versucht den Fokus aufs Geld. Nein, nicht wegen mir. Wir schauen, dass es auf der Kamera ist. Aber hat man es denn gesehen? Vielleicht auch für die Zuschauer, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben. Ja, für die, die es nicht gesehen haben, wir haben gerade 4'500 Stutz in der UBS-Filiale am Boden geworfen. Ja. Und jetzt aber, ich habe noch 500 Stutz wieder geholt. Aha, jetzt kommen wir eine Playstation kaufen, ja. Playstation 4 kaufen wir jetzt. Ja. Schon sicher. Wo? Ja, im Interdiscount. Ja, irgendwo hat es da. Kamera dann. Wow, 10% hat auf alle Geräte. Oder gut. Hmm. Wo ist sie denn? Dort ist ein dritten. Das ist Xbox. Dort ist ein Wein. Ich habe keine Xbox. Nein, hier gibt es so. Das ist der dritte. Das ist mit, mit Harry Potter-Zeugs. Ja, das interessiert mich. Nächstes Mal. Was? Ja, das ist ja. Sorry, haben wir keine PlayStation 4 mehr? Doch, schau, Dennis. 400 Franken. Also, Weiss hätte ich auch noch. Ja, wie. Du kostet auch 450. Das ist ein rassistischer Fall, finde ich. Und mit dieser Taktik wird man bei Monopoly garantiert immer. Weißt du da alles? Wissen ist Macht! Eigentlich müssten jetzt meine Skelettkrieger aus dem Boden kommen. Onkel! Ja gut, dann erzähle ich den Rest der Geschichte halt ein anderes Mal. Warte mal, ist das deine neue Apres-Ski-Bar? Hör jetzt endlich auf, um den heißen Brei zu reden, Fatma! Erzähl uns jetzt, was es mit diesem Gemüse auf sich hat, oder ich töte wahllos diese Bundesräte auf ihrem Bundesratsausflug! Keine Sorge, gehen alle für Österreich.
Komm, Fatma, erzähl mal. Der Storch hat es gebracht und das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du überkommst. Hör auf zu liegen! Die Pralinen sind immer auf der Rückseite angebildet. Okay, okay, okay. Eigentlich bin ich das altbekannte Heidi, die dann aber zum Islam konvertiert ist. Und dann hat mich David Hössler auf unbefleckt vergewaltigt. Und weil ich zu viel Wodka gesoffen habe, hat es halt eine Herdöpfelfehlgeburt gegeben. Und die Autobahn-Vignettenpreiserhöhung ist wirklich unser grösstes Problem. Und ihr seid doch alles Arschlöcher. Und mehr weiss ich auch nicht. Und wo sind wir da eigentlich genau? Ah, das ist eigentlich schon eine schöne Honeymoon-Suite. Aufschauen! Und langsam runter, und stopp. Gut, danke schön. Relax. Und bitteschön. Wer ist dein Arschloch? Ich habe deinen Vaterschaftstest mitgebracht, ja? Vaterschaftstest. Und in dem Vaterschaftstest steht drinnen, dass der Erdäpfel zu 98,8% mein Sohn ist, nach aller Hand. Wuhu! Ich bin reich! Oh, ist das der beste Jockey? Nein. Ich setze auch drei Miniatur-Faberschee-Eier auf irgendetwas. Auch euer ganzes Geld der UBS geschenkt. Mhm. Darf ich auch mal spielen? Nein, wir haben nur einen Controller. Oh. Aber ich sehe, ich habe immer noch Hunger. Jetzt ergibt endlich alles Sinn. Wer hat eine Friteuse? Seht, der Leib Crispy, der hinwegnimmt die Arschlochigkeit der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. So, ich habe mir ja das mal vorgenommen, nicht einfach nur tatenlos zuzuschauen, wie mein Sohn da verstümmelt wird. Weil ich bin ja eigentlich der Jesus und der Heilige Geist und der David Hasselhoff und bei euch im Herzen. Ne? So schaut's aus. Inzucht. Morgen hier, urfein. Alle eure Sünden sind vergeben. Habe übrigens nur ein Kuvert mitgebracht. Und in dem Kuvert, da steht drinnen, dass das zu 98,9% an mein Plan gewesen ist. Na, ne? Na, ist eh alles gut. Hoppa. Und was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Ah, dann mach ich das halt wieder mal. Macht ja sonst niemand. Ich ruf mal die zwei Krippenspielautoren Lukas und Matthäus an. Hallo, ich bin Matthäus und das hier ist Lukas. Sorry. Ja, also wir haben uns ja auch schon vor einigen Jahren mit diesem Material versucht, irgendwie auseinanderzusetzen und das Ganze mal so ein bisschen
dramaturgisch zu strukturieren, dreidimensionale Charaktere mit irgendwie auch einem Ziel und Bedürfnissen und eine unaufdringliche, aber irgendwie doch auch ein bisschen herzzerreißende Klimax. Esel. Was macht ihr in meiner Stube? Glühwein! Wollt ihr denn Glühwein? Zum tausendsten Mal ja. Ah! Naja, also Lukas und ich haben uns aber dann beim Schreiben zerstritten und dann hat halt irgendwie jeder seine eigene Version geschrieben. Ja, das war aber das komplette Desaster. Und dann unsere Fanbase, das waren ja auch irgendwie nur so Jesus-Freaks. Und unser Imagewechsel vor einigen Jahren hat irgendwie... Ja. Was ist die Moral? Ein Notarzt! Schnell ein guter Notarzt! Okay, die Moral. Also, ich glaube, es geht weniger um die Frage, was ist die Moral, hopsa, als um die Frage, was braucht der Mensch und das Universum, um irgendwie zusammen im Einklang zu sein. Und ich glaube, dass da Kartoffelchips auch nicht die Lösung sind. Und Alkohol bringt da halt auch nichts. Ich fände es halt, ja, ich fände es cool, wenn verschiedene Dinge irgendwie so miteinander zusammenkommen würden und verschmelzen, dass sowas Erhabenes entsteht. Ja, so Captain Planet-mäßig. Ja. Ich zeige euch jetzt noch meinen Penis. Ah, ein Penis. Ich fühle mich inspiriert. Ich kündige meine unbezahlte Stelle hier und werde jetzt Sängerin. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing compares to you. Cause nothing compares. Nothing compares to you. Cause nothing compares. Nothing compares to you. Ja, war ganz okay. Afterparty mit Koks und Lutschen? Wo ist der Rest? Hi! Lasst uns die Kräfte vereinen! Liebe! Kartoffelchips! Ordnung! Alkohol! Freizeitgestaltung! Irgendetwas! Sepp! Regenbogenforelle! Woran erkennt man eine Magenschleimhautentzündung? Dieses und vieles weitere wäre interessant zu wissen. Tragt ihr heute auch wieder eure Normcore Fashion Kollektion? Oder was? Ich bin Ritter. Freiheit! Es ist Weihnacht! Ist das etwa ein Symptom für Magenschleimhautentzündung, was die da haben? Nein, ihr seid einfach alle behindert. Richtig, aber behindert ist kein schönes Wort.
Das ist gar nicht lustig. Genauso wie Nigger oder behinderter Nigger. Hier ein Ausschnitt. Jetzt zum Spiel. Das Spiel zum Schluss. Mikado. Ich habe gewonnen. Quack, quack. Es ist Weihnacht. Ja, ihr Magerschleimhaut entzündet. Mein Gott, seid ihr behindert. Somit steigt der Jackpot erneut. Und jetzt kommt Bild mit Ton. Viel Vergnügen. Es ist Weihnacht! Ich habe doch gesagt, dass die Klontechnologie noch nicht so weit ist! Die Mutter ist noch nicht so weit. Es ist Weihnacht! Es ist Weihnacht! Es ist Weihnacht! Es ist Weihnacht! Ich sollte jetzt endlich meine Steuererklärung ausfüllen. Es ist Weihnacht! Es ist Weihnacht! Diskussion ist eröffnet. Grrrr.
Huh?